So, jetzt hören wir hier noch den Fox-Sport aus Puff. Für den 1,40 hören wir uns den mal an. Bis jetzt fand ich eigentlich den Eisenmann am besten. Klar, die Akrapovic, die ist einfach viel, viel zu teuer. Aber die Ego X-Abgasanlage ist auch sehr, sehr geil. Vor allem, weil die im Stand dauerhaft geschlossen ist. Ich feiere das wirklich. Ja, hören wir uns jetzt mal den an. So, das schauen wir uns nochmal an von unten. Aha, okay. Stabil. Also die Endrohrblenden finde ich bei dem Auspuff auch scheiße. Also der M-Performance hat schöne Blenden, die Akrapovic hat schöne Blenden. Welche war noch schön? Die Remus-Abgasanlage. Naja, Eisenmann und die Fox hat jetzt auf jeden Fall gut reingeschissen. Naja, ah, die Bastuk war glaub auch scheiße. Also das ist jetzt Klappe zu, glaube ich. Ja, das ist Klappe zu. War das jetzt Klappe auf oder Klappe zu? Okay, gut. Ich glaube, die haben hier gar nicht den Kontrast geboten zwischen offener Klappe und zu einer Klappe. Ja gut. Finde es jetzt nicht so ein gutes Werbevideo, ganz ehrlich. Das ist auch noch von Fox Exhaust Systems. Ja, was soll ich zur Abgasanlage sagen? Feiere ich überhaupt gar nicht. Und die hätten ja wenigstens noch auf Sport Plus einen Soundcheck geben können. Mit Klappe offen. Und der Schubabschaltung. Ich meine, dann hätte man sich da auch mehr drunter vorstellen können. Klappe zu. Da haben die meisten Abgasanlagen die 80, 85 Dezibel. Ist halt nichts Halbes, nichts Ganzes hier.